zwei- bis dreimal pro Jahr sind wir Deutschen statistisch erkältet. In der Stuttgarter Fußgängerzone möchte ich herausfinden, welche Medikamente wir dagegen nehmen und warum. Wenn Sie jetzt erkältet wären, was würden Sie denn jetzt hier nehmen? Greifen Sie zu. Das habe ich ja. Ich greife zu nicht viel, das kann ich Ihnen gleich sagen. Ich nehme Vicmedinight und so ein Aspirin-Dings. Okay, weil Sie denen vertrauen? Ja, das ist gut. Da kommt man mit über den Tag und da kommt man mit über die Nacht. Ich lege jetzt mal die daher, wo ich nehmen würde. Ja. Das nehme ich. Das würde ich zur Not nehmen. Das würde ich auch zur Not nehmen. Das kenne ich nicht, aber es hört sich gut an. Das würde ich auch nehmen. Also okay. Das alles ist Schrott und das würde ich nehmen. Und geht der Schnupfen denn davon auch schneller weg? Ja, auf jeden Fall. Also bei mir schon. Dauert dann seine Zeit, klar. Ob mit oder ohne, aber man ist ja am Tag ein bisschen fitter. Das hat, glaube ich, auch so ein bisschen Placebo-Effekt. Man denkt, man nimmt was und es tut dann gut. Und wahrscheinlich würde es genauso lange dauern, wenn man nichts nehmen würde. Ich habe ja nie den Vergleich, wie es wäre, wenn ich es nicht nehmen würde. Mhm. Ja? Aber es hilft vielleicht mal im Kopf, meiner Psyche, dann hilft es mir vielleicht sowieso schon. Allein von den 10 meistverkauften Erkältungsmedikamenten gehen jedes Jahr über 50 Millionen Packungen über den Tresen. Ein gigantisches Geschäft. Aber wirken diese Mittel überhaupt? Eine Kinderarztpraxis in Reutlingen. Chiara und Allegra Schimanke haben die ganze Nacht gehustet. Außerdem tun den Mädchen die Ohren weh. Mehr als die Hälfte der kleinen Akutpatienten hier kommt wegen Erkältungsbeschwerden in die Sprechstunde von Arzt Till Reckert. Er stellt bei der Untersuchung sicher, dass Husten und Ohrenschmerzen nicht die Vorboten eines gravierenderen Infektes sind. Dann aber macht er nichts. Sie verschreiben jetzt nichts? Es gibt jetzt keine... In dem Fall verschreibe ich jetzt nichts. Kommt es öfters vor? Ja. Der Arzt kuriert, die Natur heilt. Ja. Und insofern, jetzt in dem Fall ist es eben... so, dass es unabhängig wahrscheinlich davon ist, was wir machen, wie die Erkältung verläuft, nicht? Also der Luftwegsinfekt. Sie wissen das mit dem Schnupfen, ja, da kann man natürlich ganz viel nehmen, ganz viel machen. Letztlich dauert es so lange, wie es dauert. Das weiß man ja eigentlich als Erwachsener von sich aus auch. Aber man denkt halt, wenn man die Kinder so leiden sieht, wenn sie irgendwie keine Luft kriegen oder nicht schlafen können, dann möchte man schon gern irgendwas machen. Aber ein Rezept und dann wird's schon wieder. So haben wir es eigentlich gelernt. Kinderarzt Reckert macht das bewusst nicht mit. Er ist überzeugt davon, dass gängige Mittel wie Hustensäfte oder Schleimlöser in ihrer Wirkung überschätzt werden. Egal, ob bei Kindern oder Erwachsenen. Wahrscheinlich ist es so, dass die Erkältung ihren Verlauf nimmt, so wie es eben ist. Ja. Egal, was Sie verschreiben. Relativ wahrscheinlich, egal was ich verschreibe. Ja. Das ist halt das, nicht? Ich meine, der Patient kommt dann zum Arzt, wenn es besonders schlimm ist. Und dann ist per se schon die Chance, dass es besser wird, gar nicht so klein. Die Erkältung nimmt ihren Lauf, ob mit oder ohne Medikamente. Ist das wirklich so? Immerhin geben wir Deutschen über 6 Milliarden Euro im Jahr für rezeptfreie Medikamente aus, mit steigender Tendenz. Ein Viertel dieses Umsatzes entfällt auf Präparate gegen Erkältungskrankheiten, gefolgt von Schmerzmitteln, die ebenfalls oft von Schnupfenpatienten genutzt werden. Früher hätte ein Arzt das geeignete Medikament verschrieben. Heute nutzen Schnupfenkranke andere Informationsquellen. Woher wissen Sie, dass Sie das nehmen sollen oder dass das gut ist? Wo haben Sie das her, solche Informationen? Werbung. Die Werbung, davon lässt man sich beraten auch als erstes und dann fragt man noch mal in der Apotheke nach und da lässt man sich dann auch noch mal beraten, aber meistens komme ich dann schon mit dem Ziel, haben Sie denn Sinopre, das habe ich schon im Fernsehen gesehen und dann bieten die Apotheker aber dann noch mal andere Sachen an. Jetzt in der Erkältungssaison ist das Fernsehprogramm voll mit einschlägigen Werbespots. Die versprechen erstaunliche Effekte. Schatz, kannst du meine Mama anrufen? Aspirin Complex befreit bei Schnupfen mit Fieber und Halsschmerzen. Befreit wirksam und schnell. Mucosolvan löst den Schleim, befreit die Bronchien und schützt vor neuem Hustenschleim. Denn ACC Akut Hustenlöser mit Dreifacheffekt löst den Schleim, erleichtert und stärkt den Bronchienschutz.
Überwirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren. Gebrauchsinformation Arzt oder Apotheker. Also lassen wir uns informieren. Mit versteckter Kamera gehen wir Testkäufe in Apotheken machen. In Baden-Württemberg und Bayern. 20 Mal werde ich die gleiche Geschichte erzählen. Mein Mann hat Husten, Schnupfen, Kopf- und Gliederschmerzen. Ich frage dabei bewusst nie nach konkreten Medikamenten. Ich will ja beraten werden. Also, was man immer nehmen könnte, ist Aspirin-Komplex oder Glibostat C. Das wirkt einfach sofort. Man kann den Tag überstehen. Das nimmt man dreimal täglich, immer zwei Stück. Auch nachts zum Schlafen? Zum Schlafen nicht. Das putscht eher auf. Was man abends und nachts nehmen kann, ist Vic Medi-Night. Am Ende verlasse ich die Apotheke mit zwei Kombipräparaten, etwas Pflanzlichem zur Immunstärkung und einem Rachenspray. Für stolze 48,10 Euro. Mein nächster Versuch. Das wäre halt super, das Boxagripal, weil das ist einmal gegen die Schmerzen, das Fieber, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, ja. Das ist dann noch Ephedrin mit dabei. Das wirkt sehr gut abschwellend, vor allem auf die Stirn- und Nebenhöhlenbereiche. Und das pusht ihn noch etwas auf, sodass er sich nicht komplett schlapp fühlt. Ich bekomme das Kombimedikament verkauft, außerdem einen Schleimlöser und ein Vitaminpräparat. Für 41,24 Euro. Auch in der dritten Apotheke wird mir ein Kombipräparat empfohlen. Diesmal Aspirin-Komplex. Außerdem zwei Hustenmittel für Tag und Nacht und Lutschtabletten für den Hals. Kosten diesmal 37,72 Euro. Nur ein einziges Mal bei meinen 20 Testkäufen bekomme ich gar nichts verkauft. Und stattdessen den kostenlosen Ratschlag, viel trinken und Bettruhe. Sonst geht unter 30 Euro nichts. Ohne dass ich nach irgendeiner Art Medikament gezielt frage, wird mir die gesamte Palette möglicher Erkältungsmittel angedient. Mit meinen Einkäufen suche ich den Rat eines Experten. In einem alten Wasserturm in Berlin sitzt die medizinische Fachzeitschrift Arzneitelegramm. Hier werden Arzneimittelstudien kritisch ausgewertet und Risiken für den Verbraucher untersucht. Herausgeber Wolfgang Becker-Brüser ist selbst Arzt und Apotheker. Als erstes sieht er sich mit mir die vielen Kombipräparate an. Ein ganz schwieriges Gebiet, die würde ich vermeiden. Das ist das Prinzip Schrottschusstherapie. Das heißt, man denkt, einer von den verschiedenen Bestandteilen wird schon irgendwas helfen. Und die anderen können mir aber potenziell schaden. Also Glibostat C zum Beispiel enthält ein Schmerzmittel, relativ niedrig dosiert, eigentlich zu wenig dosiert. Es enthält ein Mittel, das die Nasenschleimhäute befreien soll, das wahrscheinlich noch nicht mal richtig wirkt. Dann Vitamin C, was überflüssig ist, und Koffein, was man eigentlich nicht braucht in der Situation. Also auf das Präparat kann man verzichten. Aspirin-Komplex enthält Acetylsalicylsäure, ist okay. Mhm. Aber es enthält auch ein Mittel, das die Nasenschleimhäute befreien soll. Das wirkt so langsam und unsicher, dass ich sagen würde, lieber Nasentropfen und reines Aspirin oder ein reines Schmerzmittel. Mhm. Voxogripal ist letztendlich das Gleiche, ein Schmerzmittel und ein schleimhautabschwellendes Mittel. Also entweder Nasentropfen und ein Schmerzmittel alleine, das wirkt zuverlässiger. Ich kann es so dosieren, wie ich es brauche. Vic Medi-Night, das enthält gleich vier Bestandteile plus 18% Alkohol. Das ist also eine richtige Schrottschusskombination, wo man glauben kann, einer von den Wirkstoffen wird schon helfen, würde ich nie nehmen. Wer Schmerzmittel und Nasentropfen getrennt einnimmt, fährt zudem viel billiger. Eine Tagesdosis Boxagripal kostet 3,77 Euro. Die gleiche Dosis des darin enthaltenen Schmerzmittels Ibuprofen plus ein abschwellendes Nasenspray kosten nur 75 Cent pro Tag. Fünfmal weniger. Glibostat C kostet knapp 3 Euro pro Tag. Die gleiche Menge Paracetamol plus Nasenspray 51 Cent. Fast sechsmal weniger. Bei Aspirin-Komplex ist der Preisunterschied besonders extrem. 5,37 Euro für das Kombipräparat. Das Schmerzmittel ASS plus Nasenspray 40 Cent.
13 Mal weniger. Gut, Sie sagen jetzt, die nutzen mir nicht. Kann ich mir denn möglicherweise mit denen sogar schaden? Naja, je mehr, je mehr Wirkstoffe in einem Produkt drin sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit einer Schädigung. Sei es eine allergische Reaktion oder sei es zum Beispiel Durchfall oder Magen-Darm-Störung. Das kann ich besser kontrollieren, wenn ich einen Einzelwirkstoff habe. Dann weiß ich, wo es herkommt. Dann kann ich mich davor schützen. Bei Kombinationsprodukten geht das nicht. Ich würde die Hersteller gerne mit der Kritik des Fachmanns konfrontieren. Doch keiner möchte mir vor der Kamera ein Interview geben. Schriftlich verweisen sie auf Studien, die die Wirkung ihrer Präparate belegen würden. Was ist also von diesen Mitteln zu halten? Ein ganz grundsätzliches Problem bei Kombipräparaten sieht der Naturheilkundler Harald Mattes. Er ist ärztlicher Leiter am Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Berlin. Das Beste, was der Organismus damit machen kann, ist selber Fieber zu produzieren, Entzündung zu produzieren und dadurch zu einer immunkompetenten Abwehr zu kommen und damit diesen Virusinfekt zu überwinden. Das ist die eine Seite, sodass man sagen muss, alles, was zum Beispiel das Fieber unterdrückt und auch die Entzündung, ist eher kontraproduktiv. Hat aber häufig den Vorteil, dass man damit auch Symptome mit unterdrückt. Man zieht aber damit die Krankheit eigentlich in die Länge. Dabei wollen wir doch eigentlich schneller gesund werden. Ich bin unterwegs zu Familie Bovenberg in München. Hallo, hier ist Katharina Schickling. Hallo, guten Tag. Vater, Mutter, zwei kleine Kinder. Eine typische deutsche Familie mit den typischen Erkältungsmitteln im Medizinschrank. Okay. Gut, dann würde ich sagen, räumen wir mal alles raus, was Erkältung ist. Okay, ich nehme einfach mal. Auch hier stehen etliche Kombipräparate gegen grippale Infekte. Außerdem jede Menge Hustenmittel, vor allem für die Kinder. Gib mal weiter. Gut. Ja. Okay. Nasensprays, Fiebermittel, Schleimlöser. So, da ist Nasig. Wahnsinn. Hallo, Katharina Schickling. Die Bovenbergs haben noch zwei Mütter mit ihren Kindern aus der Nachbarschaft eingeladen. Hallo, volle Tüte. Ich hatte darum gebeten, von zu Hause alles an Erkältungsmedikamenten mitzubringen. Grippale Infekte sind unsere ständigen Begleiter, zu beinahe jeder Jahreszeit. Deshalb hat eigentlich jeder sein Mittel, worauf er schwört. Gemeinsam packen wir alles auf den Tisch, was in diesen Familien gegen Husten, Schnupfen und Heiserkeit zum Einsatz kommt. Hustensäfte haben Sie jetzt hier auch? Ja, Silvan, ja, den Silumat bei den Kindern setze ich denn in der Tat schon mal ein, wenn das Schlafen in der Nacht nicht möglich ist. Solche Sachen, die helfen zum Lösen, das betrachte ich jetzt auch als eher positiv. Aber können diese Mittel Husten oder Schleim wirklich lösen? Dazu müsste es doch wissenschaftliche Studien geben. Wolfgang Becker-Brüser vom Arzneitelegramm nimmt genau solche Forschungsarbeiten mit seinem Expertenteam unter die Lupe. 23 Mitarbeiter analysieren alles, was im Auftrag von Herstellern, Behörden oder Forschungszentren veröffentlicht wird. Die Bilanz ist ernüchternd. Also Hustenmittel ist ein ganz problematisches Gebiet. Wir haben das vor kurzem erst für Kinder untersucht, ob es überhaupt Studien gibt, die eindeutig belegen, dass Hustenmittel wirken. Wir haben keine gefunden, die das tut. Wir können die Sachen ja auch noch mal konkret durchgehen. Also jetzt hier bei ACC, das ist Acetylcystein und die versprechen mir zum Lösen vom Schleim in Atemwegen. Geht das? Nein, das geht leider nicht. Da hat man zum Beispiel Studien gemacht, indem man hohe Dosierungen von Acetylcystein, das ist der Wirkstoff, der sich dahinter verbirgt, gespritzt hat und dann geguckt hat, ob sich in der Lunge zum Beispiel der Schleimtransport, die Verflüssigung des Schleims und so weiter verbessert hat. Hat sich nicht. Nach ACC verkauft sich Mucosolvan am besten. Wie viele Hustensäfte enthält es den Wirkstoff Ambroxol, eng verwandt mit dem ebenfalls gängigen Wirkstoff Bromhexin. Wirken diese Mittel? Eine Wirksamkeit in der Hinsicht, dass man eine Erleichterung des Hustens verspürt, lässt sich nicht nachweisen. Unter pflanzlichen Hustensäften ist Prospan der Marktführer. Heilen mit der Kraft des Efeus. Geht das?
Wenn hier groß draufsteht, löst den Husten, löst den Schleim, lindert den Hustenreiz, dann ist das ein Wunschdenken. Das Produkt kann das leider nicht erfüllen, auch nicht bei Kindern. Auch da haben wir uns sehr sorgfältig drum gekümmert. Wir haben keine Studien gefunden, die das belegt. Darf ich meinem Kunden sowas versprechen, wenn ich das gar nie irgendwie nachgewiesen habe? Nach meinem Dafürhalten sollte so ein Produkt vom Markt genommen werden, weil es eigentlich eine irreführende Werbung ist, wenn behauptet wird, es wirkt. Also wenn man zum Beispiel ein Kind Husten hat, dann sollte man ihm eher Honig und warme Milch geben, also ein altes Hausrezept. Darf man natürlich nicht für Säuglinge, weil Säuglinge dürfen keinen Honig bekommen. Aber im Prinzip gäbe es da vielleicht sogar noch bessere Studien als für solche Produkte. Silomat ist der gängigste Saft bei Patienten, die den Hustenreiz stoppen wollen. Husten stoppen ist ein ganz großes Problem. Erstens, will man das wirklich? Also man will es ja allenfalls dann, wenn man nachts nicht schlafen kann, weil man so hustet. Ansonsten ist ja ein Husten ein Schutzreflex, der das Sekret nach außen transportiert. Ist trotzdem nicht so schlimm, wenn man es einnimmt, weil es nicht so wirkt, wie es versprochen wird. Nee. Also es stoppt den Husten nicht. Nein? Nein. Das ist auch durch Studien belegt? Es ist nicht belegt, dass es nicht wirkt, aber es fehlen Studien, die belegen, dass es wirkt. So müsste man es ausdrücken. Okay. Wir kaufen also massenhaft Medikamente, für deren Nutzen es nach Aussage unseres Experten gar keine wissenschaftlichen Belege gibt? Dafür machen diese Erkältungsmittel ganz schön viel Umsatz. Im Februar 2015 zum Beispiel stolze 212 Millionen Euro. Allein von den Hustenmitteln Prospan, Mucosolvan und ACC wurden 2014 über 20 Millionen Packungen verkauft. Von den zwei populärsten Kombipräparaten Gripostat C und Aspirin Komplex über 10 Millionen. Auch zur Kritik des Arzneitelegramms an den Hustenmitteln bekommen wir schriftliche Stellungnahmen. Die Mittel seien zugelassen und klinisch geprüft. Hexal verweist bei ACC zudem auf die hohen Verkaufszahlen. Die Kunden seien offenbar zufrieden. Der Hersteller von Prospan reagiert gar nicht auf unsere Anfragen. All die Medikamente, die ich bei meinem Apothekentest mit der versteckten Kamera verkauft bekommen habe, sind apothekenpflichtig. Wir Verbraucher vertrauen auch deshalb darauf, dass sie helfen. Immerhin wurde mir alles von Fachpersonal empfohlen. Von Apothekern oder mindestens pharmazeutisch-technischen Assistenten. Ich schildere meine Erfahrungen Peter Sandmann. Er ist Sprecher der Bayerischen Apothekerkammer und selbst Apotheker. Fast immer waren mir teure Kombipräparate verkauft worden. Müssten Apotheker auf deren zweifelhaften Nutzen nicht zumindest hinweisen? Ich kenne jetzt natürlich den Ablauf nicht genau. Aber wenn nichts dazu gesagt wurde, ist es im Grunde genommen keine Beratung. Also gehört auf jeden Fall dazu, nachzufragen, welche Beschwerden eigentlich da sind. Es gehört definitiv auch dazu zu beurteilen, ob dieses Kombipräparat überhaupt geeignet ist, ob es nicht sinnvoller wäre, wirklich auf die Monopräparate, die auch empfohlen sind, zurückzugehen, meistens auch günstiger. Es darf eigentlich nicht sein, dass diese Fragen fehlen. In Sandmanns Apotheken liegt an jeder Kasse eine Liste mit 5 Punkten, die seine Mitarbeiter bei allen Kunden durchgehen müssen. Der Patient kommt ja mit einer Eigendiagnose in den meisten Fällen, der weiß ja so, was er hat, meint er zumindest. Und das erste Mal muss man mal hinterfragen, ist es für wen ist es denn überhaupt? Ja? Ist es für denjenigen, der kommt oder für jemand anders? Dann mal hinterfragen, stimmt das überhaupt? Ja? Ist es überhaupt eine Nasennebenhöhlenentzündung? Kann das überhaupt sein? Beispielsweise. Dann, ist überhaupt eine Selbstmedikation möglich? Es gibt einfach Fälle, wo es einfach keinen Sinn macht. Ja. Also wenn das Knie einfach mordsdick ist, dann gehört er zum Arzt und da kann man ihm auch eigentlich nicht weiterhelfen. Und dann eben die Auswahl und Beurteilung des Arzneistoffes auf Basis der Möglichkeit einer Selbstmedikation und ihm dann noch zu sagen, wer es einnehmen muss. Also 5 einfache Schritte und das ist eigentlich, wie es laufen sollte. Das ist das Minimum. Das ist so das absolute Minimum, ja. Also wenn ich in die Apotheke gehe und sage, mein Mann ist krank und anschließend kriege ich Aspirin Komplex, hat er eigentlich was falsch gemacht? Dann wurde zumindest nicht sehr genau hinterfragt, was los ist. Viele Hersteller werben für ihre Medikamente damit, dass sie mit der Kraft der Natur heilen, mit Kräutern und ätherischen Ölen. In München besuche ich Deutschlands ältestes Fachgeschäft für Heilkräuter und Gewürze, geführt von Dirk Bäumler. Ich schildere auch dort die Geschichte von meinem erkälteten Mann, mit der ich meine Testkäufe in Apotheken absolviert habe. Also es kommt ein bisschen drauf an, was er mag. Wenn er gerne Tee trinkt, würde ich Ihnen sehr wahrscheinlich einen Professorentee empfehlen. Das ist ein Pfarrer Künzel, eine Teemischung, die klassisch ist. Ja, die zeige ich Ihnen gerne.
Das ist nach dem Pfarrer Künzel eine Themischung. Der Pfarrer Künzel ist ein Pfarrer in der Schweiz gewesen, der zu einer Zeit gelebt hat, kurz nach dem Kneipp oder wurde eigentlich sehr parallel. Und der hat diese Themischung für die oberen Luftwege in erster Linie gemacht, für Professoren, also sprich für Menschen, die viel reden. Er hat aber auch von Bahnhofsmenschen gesprochen, die am Bahnhof sprechen und müssen viel und so weiter. Mhm. Gut, aber so ein Tee, der lindert ja, aber gesund macht er mich ja nicht. Man kann sich da auch nicht wegdopen sozusagen mit Medikamenten. Also das ist, halte ich für absolut unsinnig, weil der Körper braucht seine Zeit, wo er reagieren kann auf die Keime. Bäumlers Kräutermischungen sind gedacht für Patienten, die sich Ruhe gönnen. Ein Mittel, das verspricht, Schnupfenkranke im Handumdrehen arbeitsfähig zu machen, gibt es bei dem Kräuterspezialisten nicht. Seit über 25 Jahren betreibt er den Laden. Vertragspartner mit kleinbäuerlichen Betrieben in ganz Europa liefern die Kräuter. Grundlage für Tees und Tinkturen, mit denen unsere Vorfahren seit jeher ihre Krankheiten kuriert haben. Ja, faszinierenderweise ist es eine Apotheke, ja, eine Volksapotheke gewesen. Die Leute haben sich ja selbst ihre Sachen zusammengestellt, die sie früher kannten, aufgrund der Tatsache, dass ihre Eltern, ihre Großeltern ihnen das übermittelt haben. Das haben sie als Kind erfahren. Die wussten, welche Kräuter ihnen selbst gut tun. Und daraufhin haben die dann entsprechend sich die Tees gekauft, die einzelnen Kräuter, also auch keine Mischung, und haben sich die zusammengestellt. Heute übernehmen das Pharmahersteller. Viele der umsatzstärksten Erkältungsmedikamente in Apotheken beruhen auf pflanzlichen Wirkstoffen. So auch Sinopret, das Mittel mit dem zweithöchsten Umsatz unter den nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten überhaupt. Nur das Schmerzgel Voltaren bringt noch mehr ein. Hersteller Bionorica hat 2015 seinen Absatz um fast 13% gesteigert. An 11 Standorten produziert die Firma Medikamente aus Pflanzenextrakten. Die Kräuter kommen aus der ganzen Welt. Der Umsatzprimus ist das einzige Unternehmen, wo wir mit unserer Bitte um ein Interview Erfolg haben. Michael Popp, der Enkel des Firmengründers, ist bereit, sich unseren Fragen zu stellen. Es gibt ja Kritiker, die sagen, diese Medikamente lösen vielleicht ein bisschen den Schleim oder verflüssigen ihn ein bisschen, aber die sorgen nicht dafür, dass die Leute schneller gesund werden. Also wir als Firma haben den Anspruch, dass wir die höchste Evidenz überhaupt haben auf dem Gebiet pflanzlicher Arzneimittel, und zwar weltweit. Deswegen haben wir die Wirksamkeitsbelege durchgeführt, in Gemeinschaft mit den Fachgesellschaften, zum Beispiel der Europäischen Fachgesellschaft der HNO-Ärzte, und haben nach deren Leitlinien unsere Studien durchgeführt, mit deren Hilfe, dass wir auch ihre Leitlinien erfüllen, und konnten eben gegen Scheinmedikament zeigen, dass wir überlegen sind und dass wir entsprechend wirken. Diese Studien möchte ich vom Herausgeber des Arzneitelegramms einordnen lassen. Wolfgang Becker-Bröser beurteilt die Aussagekraft der Forschungsergebnisse skeptisch. Die Studien sind so, dass man über einige Tage hinweg eine ganz leichte, statistisch nachweisbare Linderung vermerken kann. Aber das nützt mir eigentlich wenig, weil wenn ich Beschwerden habe in der Nebenhöhle, dann brauche ich eigentlich ziemlich bald Linderung und nicht in 14 Tagen. Denn ich will meine Beschwerden möglichst zuverlässig und möglichst rasch gelindert bekommen. Mhm. Und das geht damit nicht. Zwei Aussagen, die sich widersprechen. Vielleicht liegt das an dem für Laien nur schwer zu verstehenden Unterschied zwischen Wirksamkeit und Nutzen von Medikamenten. Beantragt ein Hersteller die Zulassung eines nicht verschreibungspflichtigen Medikaments, dann muss er dessen Unbedenklichkeit nachweisen. Und er muss belegen, dass die enthaltenen Substanzen irgendeine pharmakologische Wirkung, also eine Wirkung auf Zellen im Körper haben. Die Zulassungsbehörde prüft jedoch nicht, ob das Medikament therapeutisch wirksam ist, also etwa den Schnupfen verkürzt oder den Husten mildert. Amtlich zugelassen ist Sinopret nur bei Nasennebenhöhlenentzündungen. Der Hersteller selbst nimmt es allerdings auch gegen einfachen Schnupfen. Sinopret ist dann für den Patienten geeignet, wenn er merkt, dass er eine Erkältung bekommt. Insbesondere wenn er merkt, dass er die ersten Anzeichen hat. Und das merkt man ja am Körper, wenn man seinen Körper
kennt, dass man irgendwo das Gefühl hat, jetzt erwischt mich was, dann ist es sogar sehr gut. Das ist mein persönliches Geheimrezept und mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ist Sinopret tatsächlich auch dafür ein geeignetes Arzneimittel? Die enormen Verkaufszahlen sprechen zumindest dafür, dass viele Patienten es auch ohne entzündete Nasennebenhöhlen einsetzen. Unsere Experten jedoch beurteilen das kritisch. Nicht jede Erkältung berührt auch das Respirationsepithel. Das heißt, dass es die Nasennebenhöhlen sind. Das Sinopret ist sicher ein Medikament, was man bei Infekten dort geben kann. Wo man aber sagen muss, dass man eben auch Zweifel haben muss bei den Abverkaufsraten, dass es entsprechend auch immer richtig in der Indikation gegeben ist und nicht viel zu breit für auch ganz andere Erkältungen. Also bei einer Mittelohrentzündung ist es eben schon nicht mehr so günstig, weil dort andere Mechanismen eine Rolle spielen. Also die meisten Leute nehmen das wirklich, wenn sie Nasennebenhöhlenbeschwerden haben. Und dafür ist es auch geeignet? Und dafür ist es, das ist eigentlich das Einzige, wofür es geeignet ist. Nur dafür kann man es auch empfehlen. Also für Schnupfen? Nicht. Für Schnupfen gibt es ein Nasenspray, wenn die Nase läuft. Und ansonsten kann man einfach ein pflegendes Nasenspray reintun, um es zu befeuchten. Aber es hilft natürlich bei Schnupfen grundsätzlich nichts. Die Kräuter, die in Sinopret wirken sollen, etwa Eisenkraut und Enzianwurzel, gibt es auch bei Kräuterfachmann Dirk Bäumler, wenn auch für deutlich weniger Geld. Eine 20er-Packung Sinopret Forte enthält pro Tablette 156 Milligramm Kräuter und kostet 10,20 Euro. Kauft man die in der Packung enthaltene Menge im Kräuterladen, kostet die nur 14 Cent. Gerade mal ein 72stel. Doch Dirk Bäumler ist generell nicht überzeugt davon, dass Kräuter in Tablettenform bei Schnupfen eine gute Idee sind. Wenn Sie die jetzt runterschlucken, dann haben Sie trockene Masse in Ihren Körper hineingebracht und Ihre Schleimhäute haben ein Problem. Das heißt, kein Milligramm an Flüssigkeit ist in Sie reingekommen. Wenn Sie einen heißen Tee trinken, dann dampft Ihnen das ätherische Öl beim Trinken schon allein in die Nasenschleimhaut hinein und Sie versorgen Ihren Körper zusätzlich mit Flüssigkeit, dass der Körper von innen heraus auch gegen die Schleimhäute schieben kann. Die Bovenbergs und ihre Nachbarn staunen über das Urteil unserer Experten. Haben Sie doch alle dieses Mittel schon oft genommen? Also Sinopret, ein ganz klares Mittel meines Hals-Nasen-Ohrenarztes. Ja. Also Sie hatten immer das Gefühl, Sie nehmen das und dann wird es auch irgendwie... Definitiv. Ich weiß auch, dass ich einmal nicht genommen habe und es dann schlimmer wurde. Und dann habe ich es genommen und dann wird es besser. Wieso sind wir uns so sicher, dass unsere Medikamente helfen? Wirkt da möglicherweise gar nicht der Inhalt der Pillen und Säfte, sondern vielmehr der vielbeschworene Placebo-Effekt? Also nur der Glaube an die Wirkung. Wie wichtig tatsächlich dieser Glaube an die Wirkung von Medikamenten ist, haben Forscher der Uni München gerade mit einer Studie gezeigt. Ich treffe Projektleiter Kai Fese. Er will mir den Placebo-Effekt demonstrieren. Bei Probanden im MRT soll das Gehirn gescannt werden, um zu sehen, wie sie reagieren. Empfinden die Probanden weniger Schmerzen, wenn sie ein Schmerzmittel bekommen, das in Wahrheit gar keinen Wirkstoff enthält? Und wirkt dieses Scheinschmerzmittel, dieses Placebo, noch besser, wenn die Probanden glauben, sie hätten ein Markenprodukt bekommen, statt einer No-Name-Tablette? Zu diesem Zweck werden insgesamt 30 Testpersonen nacheinander in die Röhre geschoben. Dann wird es schmerzhaft. Die Probanden kriegen alle eine Thermode auf die Hand und über diese Thermode gibt es den Hitzereiz. Das heißt, sie spüren einen Schmerz, den wir kalibrieren können, wo wir feststellen können, was für ihn ein Schmerz ist, wann seine Grenze ist. Und das ist das Erste, was passiert. Alles in Ordnung bei Ihnen? Wir würden dann mit der Studie anfangen. Der Hirnscanner kann sichtbar machen, dass der Proband tatsächlich körperlich Schmerz erleidet. Danach, nach diesem ersten Schmerzreiz, machen wir eine Pause. Alle Probanden bekommen ein Placebo, so irgendwie so ein kreidiges Getränk, was so ein bisschen schmeckt, wie halt Aspirin schmeckt. Der einen Gruppe wird gesagt, es ist das Gleiche, was sie auch in Aspirin kennen. Wir haben das jetzt nur hier in einem anderen Präparat. Und den anderen wird gesagt, das ist das Original Aspirin. Wieder müssen die Probanden in die Röhre und bekommen einen Schmerzreiz. Und in dem Moment wird dann wieder geguckt, welche Hirnareale sind aktiviert. Und danach natürlich gefragt, wie war das denn nun? Ist der Schmerz gesunken oder ist er nicht gesunken? Auf den Bildern aus dem Scanner ist das Schmerzzentrum im Hirn, die sogenannte Insula, auch beim zweiten Mal bei beiden Gruppen aktiv.
Der Körper erlebt also immer noch einen Schmerz. Dieses Bild ist jetzt bei beiden Patientengruppen gleich, also egal, ob sie das Markenplacebo haben oder das andere. Die Insula ist exakt gleich bei beiden. Mhm. Okay. Das heißt, wir können eigentlich sagen, dass die biologische Schmerzwirkung, also der wirkliche, wahre biologische Schmerz, bei beiden Bedingungen gleich ist. Mhm. Doch die Gruppe mit dem Markenplacebo empfindet weniger Schmerz. Den Grund dafür zeigen die Bilder aus dem Hirnscanner ebenfalls. Bei diesen Probanden ist zusätzlich der Bereich im Hirn aktiviert, wo es um emotionale Bewertungen geht. Der Unterschied ist dann nur in der Interpretation dessen, was ich so empfinde. Und da sehen wir jetzt hier Aktivierungen nur im Bereich der Gruppe Aspirin, die dann irgendwelche Geschichten in ihrem Hirn ablaufen lassen, die sagen, es tut ja gar nicht mehr so weh. Also ich kann im Hirn sehen, wie das Markenpräparat vermeintlich besser wirkt als das andere. Ich kann nicht sehen, dass es besser wirkt, weil nochmal, wir reden hier von Placebo. Beide Gruppen haben nichts bekommen, außer Kreide. Mhm. Also es geht überhaupt nicht um eine Wirkung im biologisch-medizinischen Sinne, sondern es geht nur um eine psychologische Wirkung. Und die ist abhängig davon, ob ich dem Präparat, das mir gegeben wird, vertraue, dass es mich irgendwie von den Schmerzen heilt oder nicht. Aber ist es dann nicht egal, was wirkt? Ob das Medikament selbst oder nur der Placebo-Effekt? Karin Meissner vom Institut für medizinische Psychologie der Uni München ist eine der weltweit führenden Placebo-Expertinnen und sieht das kritisch. Es ist natürlich bei jeder Medikamenteneinnahme abzuwägen, ob jetzt das Risiko größer ist oder der Nutzen. Und es ist natürlich manchmal schwierig, dass der Patient das dann selber einschätzen soll, gerade wenn die Werbung dann noch dahinter steht und ihm suggeriert, dass das ohne Probleme sozusagen machbar ist, dieses Medikament einzunehmen und dann sofort gesund zu werden. Also da müsste man schon erstmal kritisch hinterfragen, ist da nicht wirklich der Schaden vielleicht größer als der Nutzen, sprich die Nebenwirkungen, und verlängert es nicht vielleicht sogar die Erkrankung, wenn man in diese natürlichen Selbstheilungssysteme im Körper eingreift. Zurück zu meinem Apothekentest. Für meinen erkälteten Mann wurden mir haufenweise Mittel verkauft, die womöglich nur als Placebo taugen. Und ich bekam noch mehr als nur Medikamente. Ich würde Ihnen dann noch auf jeden Fall noch das Immunboost empfehlen. Da sind Vitamine sehr hoch dosiert. Einfach, um Ihnen so ein bisschen einen Vitaminpush zu geben, dass er wieder schneller fitter wird. Ich bin ja nun nicht krank, aber wäre das denn sinnvoll, dass ich das auch nehme? Ja, das nimmt man gerade, wenn der Rest der Familie oder Kollegen krank sind, dass man gut geschützt ist und selber nicht krank wird. Zur Stärkung des Immunsystems hätten wir dann noch sowas. Das sind dann Sticks, die Sie einnehmen. Das könnten Sie dann vorbeugend nehmen. Reichen denn da 7 Tage? Ja, dass Sie ein bisschen was zur Stärkung haben. Das Ortomol Immun, das ist eine 7er-Kur. Das ist wirklich so ein starker Immunbooster. Der putscht richtig gut auf. Und man merkt das schon, dass die Immunität gleich wieder hochkommt. Und es wäre auch für mich sinnvoll, dass ich das prophylaktisch nehme? Auf jeden Fall. Und eine Woche reicht schon, um mein Immunsystem so weit zu stärken? Mit dem Produkt, ja. Auch nach diesen Mitteln habe ich nie gezielt gefragt. Und trotzdem bekomme ich in fast jeder Apotheke ein Multivitaminpräparat verkauft. Fast 1 Milliarde Euro gaben wir Deutschen 2014 für solche Nahrungsergänzungsmittel aus. Der Verkauf von Mitteln zur Immunstärkung ist ein gigantisches Geschäft. Aber halten die Präparate, was sie versprechen? Mit meinen Einkäufen aus der Apotheke fahre ich nach Heidelberg. An der Uniklinik dort forscht Professor Peter Navroth, einer der führenden Stoffwechselexperten Deutschlands. Multivitaminpräparate, Tabletten mit Selen, hochdosiertem Vitamin C und Zink. Gemeinsam nehmen der Wissenschaftler und ich meine Einkäufe unter die Lupe. Könnte man ja denken, viel hilft viel. Also wenn ich ganz gesund bin, könnte ich ja vielleicht noch gesünder werden. Dieses Misstrauen gegen den eigenen Körper, dieses Misstrauen gegen die Natur, ja, entbehrt jeder wissenschaftlichen Basis. Es gibt gar keinen Grund anzunehmen, dass sie sich mit irgendeinem, nicht nur dieser, sondern auch anderer Präparate, gesünder als gesund machen können. Und es gibt wunderbare Studien, die zeigen, dass zum Beispiel bei Vitamin C, dass Vitamin C abfällt bei Erkältungen. Aber wenn man dann Vitamin C gibt, man den Spiegel steigern kann, aber nicht schneller gesund wird. Das haben die Apotheker, die mir diese Mittel verkauft haben, ganz anders geschildert. Ich möchte das ausprobieren. Zunächst lasse ich in der Uniklinik untersuchen, wie es bei mir um den Immunstatus und die Nährstoffversorgung steht.
Dazu werden mein Blut und Urin gründlich untersucht. Habe ich denn irgendeinen Mangel? Also wenn ich mir die Werte so anschaue, ist ihr Vitamin C-Gehalt im Blut genau im Normalbereich. Sie haben wenig Vitamin C im Urin, das ist auch eher positiv. Es gibt da hier keinen Hinweis, dass das Ihrer Niere schaden könnte. Also das heißt, was ich esse, kommt auch irgendwie im Körper an? Kommt im Körper an und das ist eigentlich genau richtig. Dann haben wir hier andere Dinge untersucht, wie Eisen, Zucker, Magnesium, Spurenelemente. Wir haben die Immunglobuline untersucht, Eisen, Ferritin. Wir haben als Marker der Vitamin-D-Wirkung auch das Parathormon angeguckt. Wir haben nach Entzündungswerten geguckt. Alle diese Werte sind schlicht und ergreifend nur eins, nämlich normal. Könnte ich mir denn theoretisch mit solchen Sachen, wenn schon nicht nutzen, dann vielleicht schaden? Es gibt mehrere Studien, die zeigen und Hinweise dafür geben, dass zum Beispiel hohe Selenzufuhr mit einem erhöhten Diabetesrisiko korreliert. Es gibt Daten bei manchen Antioxidantien, dass es schlecht ist, was das Wachstum von Tumorzellen angeht. Es gibt Daten bei manchen Oxidantien, dass mehr Thrombosen und Lungenembolien entstehen können. Es gibt Daten unter anderem auch beim Vitamin C, die etwas zu tun haben mit der Versteifung von Gefäßen, mit Osteoporose. Dennoch, die Angst, nicht genug Vitamine zu sich zu nehmen, treibt viele um. Ich selbst trinke jeden Morgen ein Glas Orangensaft. Aber die vielbeschworenen 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag schaffe ich praktisch nie. Und wie die meisten koche auch ich nicht immer frisch. Dafür nehme ich nun jeden Morgen mein Multivitaminpräparat. 2 Tabletten und ein Fläschchen mit Saft, so wie es mir in zahlreichen Apotheken empfohlen wurde. 18,95 Euro kostet diese Kur für 7 Tage. Stolze 2,70 Euro pro Tag. Dafür ist die Vitaminmenge aber auch enorm. Der Inhalt einer Tagesportion des Vitaminpräparats entspricht bei Folsäure etwa 1,6 Kilo Paprika, bei Vitamin B6 schon 4,3 Kilo und bei Vitamin E müsste ich gar 5 Kilo Paprika essen, um auf die gleiche Menge zu kommen. Um das Pensum an Vitamin C, B2 und Biotin in einer Portion zu schaffen, müsste ich 2 Kilo Orangen, 1 Kilo Leinsamen und 1 ganzes Kilo Kalbsleber vertilgen. An einem Tag. Mit dem Präparat liege ich bei einigen Vitaminen weit über den empfohlenen Tagesmengen. Kann das stimmen? Ich rufe bei der Kundenhotline an. Jetzt habe ich mir mal angeschaut, was da so drin ist. Bin etwas darüber gestolpert, dass die Werte ja viel, viel höher liegen bei einigen Inhaltsstoffen als die Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr, zum Beispiel von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Also bei Vitamin C ist das das 10-fache, bei Vitamin E sogar noch mehr. Weil sie einen gewissen Bedarf haben. Das ist eine ergänzend bilanzierte Diät, die wirklich darauf ausgerichtet ist, dass sie den Bedarf haben, das Immunsystem zu stärken. Das ist nicht der normale Bedarf, den sie da haben, sondern ein erhöhter Bedarf. Aber es ist doch weit unter den Höchstmengen, die Sie jetzt von diesen einzelnen Inhaltsstoffen zu sich nehmen dürfen, sodass Sie nie eine Höchstgrenze überschreiten. Nach einer Woche Vitaminkur lasse ich in der Heidelberger Uniklinik noch einmal mein Blut untersuchen. Wenn meine Apotheker recht hatten, müsste sich mein Immunstatus zumindest etwas verbessert haben. Gemeinsam mit Professor Navroth sichte ich die Ergebnisse. Es hat sich im Blut nichts geändert. Okay. Anders ist das hingegen im Urin. Da gibt es einen Wert, der war vorher im Urin niedrig. Jetzt ist er oberhalb der Norm, das ist nämlich das Vitamin C. Das heißt, wir können nachweisen, Sie haben das Vitamin C tatsächlich geschluckt. Mhm. Ihr Wert im Blut ist natürlich gleich geblieben. Aber was haben Sie mit dem Vitamin C, das Sie nicht brauchen, gemacht? Ihr Körper hat es sinnvollerweise ausgeschieden. Wenn ich das jetzt nicht nur eine Woche genommen hätte, sondern 2 Monate, würde das dann anders aussehen? Ich kann sie nicht gesünder als gesund machen. Und es gibt viele Beobachtungsstudien, auch Registerstudien. Es gibt auch einige Interventionsstudien übrigens mit diesen Vitaminen. Und man kann es kurz zusammenfassen. Diese Studien beweisen alle eindeutig, dass wer gesund ist und Vitamine nimmt, sich nichts nützt. Hinzu kommt noch, Präparate mit Vitaminen und Spurenelementen sind laut Gesetz keine Arznei, sondern Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, dass sie nicht zugelassen, sondern nur registriert werden müssen, ohne dass der Hersteller irgendeine Wirkung belegen muss. Aus Sicht des Naturheilmediziners Harald Mattes von der Berliner Klinik Havelhöhe
profitiert von solchen Präparaten nur eine Gruppe. Also wenn Sie die Wirtschaft anregen wollen, also das kann man auch als ein Konjunkturprogramm sehen, sind die Hochdosispräparate eher etwas, die der Industrie dienen, als dass sie den Menschen dienen. Bei beinahe jedem Testkauf wurde mir zur Prophylaxe Zink empfohlen. Ist wenigstens das sinnvoll? Zinkmangel macht sich bemerkbar, wenn man an den Mundrändern Ragaden häufig bekommt oder gerade hier unten an der Nase, dass die Haut immer wieder kaputt geht oder dass die Haut nicht so richtig heilen will, dass die immer so ein bisschen wund aussieht. Das sind zum Beispiel so Hinweise für einen Zinkmangel. Die Menschen, die aber Erkrankungen haben, wo eben das Zink ein Problem ist, die wissen das auch meistens. Da wird es auch kontrolliert. Man kann es ganz einfach im Serum kontrollieren und dann kann man es auch ersetzen. Aber man muss es auch nicht mit diesen hohen Dosen ersetzen, weil man auch da sagen muss, hochdosiert oral aufgenommen, kann gar nicht der Organismus so schnell das aufnehmen. Das heißt, er muss es sowieso kontinuierlich in kleineren Dosen über eine längere Zeit bekommen. Und daher sind diese Hochdosispräparate kein gesundheitlicher Vorteil. Medikamente, die nicht nutzen, Vitaminpräparate, die nicht mal auf ihre Wirkung getestet werden. Ich würde mir gerne vom Gesetzgeber erklären lassen, warum wir Patienten hier nicht besser geschützt werden. Doch im Bundesgesundheitsministerium findet man in einem Zeitraum von 4 Monaten nicht mal 15 Minuten Zeit für ein Gespräch. Schriftlich bekommen wir mitgeteilt, dass das Ministerium in der Tat nur die Medikamente auf ihren therapeutischen Nutzen überprüft, die die Krankenkassen bezahlen. Zitat: Da nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel in der Regel nicht erstattungsfähig sind, kommen diese für die Nutzenbewertung des Gesetzes nicht in Betracht. Im Klartext, wo wir Verbraucher selbst bezahlen, will der Gesetzgeber gar nicht prüfen, ob die Mittel das tun, was wir Patienten eigentlich erwarten: uns gesund machen. Kann das wirklich sein? Ich besuche den früheren Leiter des Staatlichen Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Peter Sawicki war viele Jahre einer der schärfsten Kritiker der Pharmaindustrie. Nachdem er seinen Posten politisch bedingt verloren hat, praktiziert er wieder als Arzt in Duisburg. Das große Geschäft mit dem kleinen Schnupfen ärgert ihn noch immer. Die Patienten sind tatsächlich durch den Gesetzgeber momentan nicht geschützt vor dem Kauf von nutzlosen Präparaten. Und das liegt daran, dass es gar kein Gesetz gibt, was diesen Schutz für die Patienten bieten würde. Was es gibt, sind die Zulassungskriterien und die schützen den Patienten vor schädlichen Präparaten. Deswegen, das, was Sie kaufen in der Apotheke, ist meistens in fast allen Fällen teuer, aber teuer, sinnlos, aber wahrscheinlich harmlos. Das ist Ausnutzen einer Sorge, das ist Ausnutzen von Ängsten. Und es ist, da die entsprechenden Untersuchungen dazu fehlen, da der Wirknachweis fehlt, einfach unseriös. Und diese Apotheker, Ärzte, aber auch die Pharmafirmen, die da mitmachen, und ganz nebenbei auch die großen Fernsehsender, die mitmachen, weil nämlich zur Prime Time solche Präparate beworben werden, alle schaden dem Gesundheitssystem, nicht finanziell, sondern durch einen ganz großen Vertrauensverlust. Denn früher oder später merkt jeder, dass diese Dinge nicht greifen. Zurück in der Stuttgarter Fußgängerzone. Um einige Illusionen ärmer. Vieles von dem, wofür wir Jahr für Jahr Milliarden von Euro ausgeben, kann uns nicht das bieten, worauf wir hoffen: Heilung. Aber haben wir das nicht irgendwie insgeheim auch schon geahnt? Denken Sie denn, dass man überhaupt gegen Erkältung sinnvoll was machen kann, außer Ruhe, Hausmittel, trinken? Ich denke nicht. Am besten ist immer schlafen und trinken, also Wasser. Was nehmen Sie denn so, wenn Sie krank sind? Ganz ehrlich, raten Sie mal zu. Ich nehme gar nichts, ehrlich gesagt. Also ich versuche immer, das auszusitzen, quasi mit heißer Zitrone und viel Schlafen. Wenn ich krank werde, dann nutze ich Suppe oder so. Eine Suppe, genau. Tee trinken, Suppe essen und viel schlafen. Vielleicht sollten wir uns über diese Erkenntnis freuen. Denn sie spart uns viel Geld. Die effektivste Therapie gegen Husten, Schnupfen und Heiserkeit ist wohl wirklich abwarten und Tee trinken.